Ich bin jetzt auf dem Weg, um die Yamaha TC abzuholen. So, Bestandsaufnahme nochmal, kurz in das Getankt. Ja, hier fehlt ein Seitenwickel. Zugzwang ist nicht kaputt, aber ist meistens Standard bei alten Mopeds. Scheibenbremse wurde gelockert, weil das ein bisschen festhängt. Stand auch ein bisschen rum. Hier ist ein bisschen Flugrost drauf, aber kann man alles mal wegmachen. Ist noch nicht mal so stark, kann ich einen Schuppen. Ja, für das gehört sieht hier doch ganz meinetlich fit aus. Das kann man sich noch besorgen, das Teil. Yamaha TT. Kleine Beule im Tank. We'll be right back.
Was? Was ist das denn? Schiele? Mit den Schiele? Ich scheiße, Japan ist besser. Rex? Das ist eine Rex-Shopper. Tja, Rex. Kann man noch ein bisschen fit machen noch. Das ganze Scheiß sieht ja nicht aus. Ist da reingespritzt. Benzin. Nitro. Nitro. Aber die Kompressionen sind zu wenig. Ja, die denke ich mal auch. Das ist ein bisschen zu leicht. Aber zum Angehen müsste das reichen, einmal. Ja, einmal das ein Tüll gemacht. Ich bin mal gespannt, ob es einen Ton macht. Aber, ne? Ja, mach nochmal ein Benzin rein, dass er einmal so richtig aufholt. Aber die hat schon Bub gemacht. Wenn wir die Bub macht, läuft sie auch. Aber ich denke mal, man muss Vergaser raus, sauber machen. Kennst du ja, vielleicht auch das Öl wechseln, alles so ein Kack. Alles neu, einmal frisch machen. Oh, dann riecht er. Aber man kann die auch anziehen, ne? Ganz rein? Ja, ja, aber mach mal so. Wir haben vorhin die Bremse abgeklemmt, weil die fest war. Kannst jetzt so nicht schnell fahren. Machen, Vergaser reinigen, das Ding läuft. Warte. Oh, geil. Lena, du hast keine Bremse, Kollege. Aber er hat gelaufen. Was ist? Läuft nicht mehr? Hat keine Bremsen, ne? Hat keine Bremsen. Haben wir abgekriegt. Haben wir ja abgekippt die Bremsen, ne? Haben wir ja gelockert hinten auch. Ja. Aber hast du gesehen, die hat aber die hat gelaufen. Ja, der ist ein bisschen gut verdüftet, alles cool. Den sauber machen, dann läuft die Karre, wie ich dir gedacht habe. Aber hast du ein Tuch irgendwo? Also du kennst das hier selber. Da oben, ne, ist ein Lappen. Ne, das ist ja dein T-Shirt. Aber die Vergaser da drauf kriegen jetzt. Ja, was abgeht, geht auch wieder drauf. So, Düse haben wir jetzt sauber gemacht, die wird komplett zu. Licht geht schon mal vorne. Was? Licht geht vorne. Mach noch mal später eine Zündkerze. Warte mal, wo ist denn die Reserve? Das ist auf, das ist Reserve. Hier ist kaum ein Sprit, guck mal, hier kommt kaum ein Sprit durch. Sieht wenig aus. Hast du keinen anderen Benzinfütterladen? Neun? Wenn nicht, mache ich den weg und durchgehend. Oder so erstmal. Jetzt wird es angefixt. Oh, mein Ding fliegt weg. Nimm mal das so, heb mal auf. Ja, ja, ich sehe schon. Fliegt alles weg. Ja. Das ist ein Yamaha, die läuft. Das ist kein China-Scheiß. Das ist japanisch. Das ist besser. Die läuft aber. Aber Gasdruck kannst du nicht geben. Kein Gas, ne? Gasdruck. Ja, ja, aber läuft. Guck.
Also Motor ist okay. Warte, ich mach den Gas von hinten. Ja, mach mal, dann kannst du mal eine Runde fahren. Der muss bestimmt werden. Ja, der muss auch gerne mal machen. Wo ist das Buch? Warte, gebe ich dir. Mal gucken, ob der Tank sich so frei bläst. Ja. Normalerweise ist er ja schon fähig, außer nur wie es auf dem Motor läuft. Hast du geschafft, der Motor läuft. Kriegst du ja immer hin. So. Aber kommt wenig Benzin durch. Ja, ja, hab ich schon gesehen. Im Filter kommt. Aber guck mal, jetzt ist mehr drin. Ne? Mhm. Wie viel ist Filter schon halb? Aber ist zu lang dran, da muss ein neuer Filter rein. Sag mal. Jetzt wird das funktionieren mit dem Gas. Aber ich gebe ein Licht hinten auch. Also richtig funktioniert auch. Oder das Standgas ist hier hochgedreht. Mhm, kann auch sein. Dreh mal alles runter. Wie geht der Gang nicht raus? Du hast bestimmt nicht den ersten. Der hat eben nicht den ersten Gang. Der fährt den dritten Gang an oder sowas. Er hat jetzt Weile gemacht. Das läuft aus. Wie Weile? Hm? Nur Vergaser. Verstehst du? Kein Vergaser, weil eine Düse war komplett zu. Oh, der kann ja auch nichts. Nein, komplett zu. Wir müssen jetzt noch die Bremsen gamba machen, Luftfilter neu wechseln. Dann wäre gut. Ja, ja. Aber läuft schon einigermaßen gut. Aber hast du hingekriegt, gut. Kriegst du immer hin. Der Jürgen macht eine Probefahrt. Der ehemalige Cross. Profi, früher im Rennen mitgefahren, da war er noch jung und knackig, müssen nur noch feine Abstimmungen gemacht werden, Auspuffdichtung, die fehlt, so wie es aussieht, wo er weggegammelt, aber so im Großen und Ganzen läuft sie. Wir lassen jetzt erstmal den Stand laufen ein bisschen. Ja. Ja. Guck mal, vorher war richtig scheiße, ne? Läuft hier jetzt schon richtig gut. Kannst du auch sehen, wie heißt sie nochmal? Filtermesser. Ja, also die Nadel vorn. Filterrohr muss so gucken. Du musst gucken, ob da Wasser drauf ist. Wasser gekühlt, ne? Muss ja immer auf Wasser gucken. Ja. Ob Wasser drauf ist. Haben wir noch nicht nachgeguckt.
Aber so läuft es. Ja, guck. Wer vielleicht Interesse hat, kann mir was zum Tauschen anbieten. Eine alte Mofa, eine Trampelmofa. Ja, oder halt... Zum Tauschen. Ja, irgendwas zum Tauschen. Irgendwas anderes. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, die Auspuffdichtung hier kann man sehen. Entweder ist die weggegammelt, die muss auch noch neu gemacht werden, dann läuft das Ding noch besser. Ja, aber dafür läuft sie top. Die Bremse muss wieder gerne mal gemacht werden, kann man den Korn wieder reindrücken. Hinten muss man auseinanderbauen, muss man das hier ein bisschen gerne mal machen. Ich sage ja, ich will hier noch ein bisschen putzen. Sitzbank richtig drauf machen, wieder hier alles. Bisschen Sitzbank putzen, dann sieht er wieder schick aus. Und dann kann hier ja jemand was anbieten zum Tauschen. Schöne Trampelmofa, ne? Hast du gesagt? Ja. Ja. Aber oldschool, ne? Nur oldschool. Wir fahren jetzt eine Runde, der Jürgen und ich. Thank you.